Hallo liebe Gartenfreunde und willkommen in meiner kleinen Gartenecke. Heute geht es um das Thema Tomaten im Test. Wir machen heute das zweite Update. Wir haben den 11. Tag nach Topfen und wollen halt sehen, wie sich die Pflanzen bei unterschiedlichen Lichtverhältnissen entwickeln. Wenn euch das Thema interessiert, bleibt dran. Hier haben wir unsere vier Testkandidaten. Einfach zur Erklärung nochmal. Dieses kleine Pflänzchen stand unter der 15 Watt LED Pflanzenlampe. Diese kleine Pflanze unter der 45 Watt LED Pflanzenlampe. Das sagen auch letztendlich diese Zeichen hier. Das ist eine 1 und das ist eine 5. Meine Schrift ist manchmal nicht so ganz einfach zu deuten. Aber ich glaube, in diesem Fall geht es einfach. Das ist Fensterseite Süd, diese Pflanze, und das ist Fensterseite Nord. Ich glaube, ihr könnt schon relativ gut erkennen, dass es deutliche Unterschiede gibt. Nämlich, fangen wir mal mit der 15 Watt Beleuchtung an. Die Pflanze mit der 15 Watt Beleuchtung. Zum letzten Mal hat sich schon eine Menge getan. Sie ist etwas größer geworden, hat ein relativ schönes, helles Grün, ein bisschen sehr hell. Der Stiel ist ein bisschen dünner. So, kommen wir mal zu der Pflanze unter 45 Watt. Hier sieht man schon deutliche Unterschiede. Dickerer Stiel, kräftige Blätter. Wobei ich hier auch sagen muss, haben die Blätter, das verstehe ich gar nicht, unterschiedliche Farben. Das heißt ja, dass irgendwelche Nährstoffe nicht ausreichend vorhanden sind. Hier sieht man das auch relativ deutlich. Insgesamt ist die Pflanze gut ausgebildet, kräftig und doch deutlich weiter als die anderen. Dann haben wir hier nochmal Fensterseite Süd, die ist auch schön gekommen. Gott sei Dank hat sie überlebt. Unsere Katzen, die räumen ja gerne alles ab, aber diesmal haben sie anscheinend ein Ansehen. So, dann haben wir hier, können wir auch nochmal von der Seite gucken, ich hoffe, man kann das relativ gut erkennen. Hier vorne bilden sich bei dieser Pflanze auch schon die dritten und auch schon das vierte Blattpaar, während das bei der 45 Pflanzenbeleuchtung schon erheblich weiter ist. Hier kommt schon das fünfte Blattpaar. So, jetzt haben wir die Pflanze Fensterseite Nord, die ist auf der Fensterbank in der Nordseite, und da muss man eigentlich schon sagen, die möckert ein bisschen vor sich hin. Ne, sieht man auch ganz deutlich. Ne, ist ein bisschen kleiner als die anderen. Wenn ich die jetzt mal nach Größe sortieren würde, nach Kräfte, dann würde ich das mal so machen. Denn ist zurzeit der Favorit natürlich die Tomate, die unter der 45 Watt Lampe gezogen wird. Was mich nur wie gesagt wundert, ist, dass das Blattgrün so unterschiedlich ist. Es weist eigentlich darauf hin, dass vielleicht nicht genügend Blauanteile in der Lampe sind, beziehungsweise unterschiedliche Nährstoffe. Nun habe ich aber auch, muss ich dazu sagen, bei einer von diesen Pflanzen, da hatte ich andere Erde genommen, aus dem Grund, weil mir die andere Erde, die an eine Blumenerde ausgegangen ist. Es könnte sein, dass es die ist, dass vielleicht die Nährstoffzusammensetzung in der Erde ein bisschen anders ist. Ja, aber wie ihr seht, von der Größe her, die unter 45 Watt am größten, von der Höhe, mit 15 Watt würde auf Platz 2 liegen, Fensterseite Süd auf Platz 3 und ja, ganz abgeschlagen die auf der Nordseite. Ja, wenn ich alles sehen würde, abgesehen von der Größe, sondern von der Kräftigkeit, würde ich das so sortieren. Das würde bedeuten, wieder die 45 Watt als erstes, die unter auf der Fensterbank Süd, weil die am weitesten entwickelt ist und am kräftigsten schon ist, würde ich auf den zweiten Platz jetzt stellen. Die Pflanze unter 15 Watt, die würde ich dann mal auf den dritten Platz stellen und natürlich, wie gesagt, abgeschlagen, die auf der Nordseite. Da kann man aber auch schon sehen, dass so eine Pflanze an der Nordseite doch erheblich weniger Licht bekommt und dadurch auch ein bisschen kleiner ist. Also wundert euch nicht, wenn ihr Pflanzen habt,
zwei gleiche Pflanzen. Die eine steht auf der Nordseite und die andere steht auf der Südseite. Die auf der Südseite wird wahrscheinlich auch bei herkömmlichen Pflanzen, Blumen oder sonst irgendwas, normale Zimmerpflanzen, werden wahrscheinlich auf der Südseite wesentlich besser gedeihen. Aber es, denke ich mir mal, ist auch bekannt. So, ich werde die kleinen Pflänzchen dorthin wieder stellen, wo sie waren. Und dann kommen wir nochmal mit dem Ergebnis wieder. 3-4 Tage. Wir müssen gucken, damit man eben entsprechend auch so ein bisschen Unterschied sieht. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr mich liked. Gerne könnt ihr auch Kommentare unterschreiben. Oder ihr könnt mich auch abonnieren. Das wäre, glaube ich, da unten. Würde mich sehr freuen. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dann. Tschüss.